Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge The Search. Achtung. Ich hasse es. Nein. Nein. Warum? Wer hat denn gesagt, dass ihr starten sollt? Ich hab doch... Haben wir das nicht abgebrochen? Haben wir das nicht abgebrochen? Was ist denn... Was sieht so nach Kampf aus? Hallo? Hallo? Ich denke, ich habe die Quelle unserer aktuellen Sicherheitsprobleme ausfindig gemacht. Was? Aber nicht ich. Ist es intelligent? Nein. Hat es Bewusstsein? Nein. Ehrlich, wir wollen Ihnen nicht wehtun. Dann ist ja gut. Aber das wird ihn nicht retten. Nicht. Ich empfehle Terminierung. Das empfehle ich gar nicht. Gar nicht. Nein. Terminierung ist nicht gut. Wo geht's denn hier weiter? Ah. Überladen. Nein. Ich hab doch aber... Ich hab... Wir müssen uns schnell und leise um die Angelegenheit kümmern. Schnell und leise ist ein gutes Stichwort. Okay, damit treffe ich ihn noch nicht mal. Heidewitzka. Au. Okay. Guck mal hier, ich hab einen Hammer. Das ist ein Hammer, ne? Der ist aber zu langsam. Ah, das Ding bestimmt auch. Satt. Ja. Meine Standardwaffe. Eieieiei. Okay. Okay. Wir haben also einen netten kleinen Boss gefunden. Für den wir uns eine entsprechende... Ah, schön, ich starte immer wieder hier. Sehr gut. Für den wir uns eine entsprechende Strategie ausdenken sollten, vielleicht. Da fällt mir jetzt aber nichts ein, so richtig. Ich muss mal sein Moveset... Na, wir machen das wieder ein bisschen langsamer einfach. Das klappt doch immer ganz gut. Alles ein bisschen langsamer angehen. So, ne? Ich spiele jetzt so lange, bis wir den Boss besiegt haben. Nur, dass das klar ist. Hier habe ich ein paar Altmetall. Au. Hey, hey. Das Mädchen, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die ist da mit drin. Die sollten wir doch eigentlich mal befreien, ne? Oder finden, besser gesagt. Ei, Scheiße. Die Tochter von dem einen. Da, ne? Ich find's auch lustig, dass dieser Bassinator-LP sagt. Er will das langsamer angehen. Sich erstmal das Moveset ansehen. Und dann geht er hier so auf Vollangriff rein. So auf Krampf. Heieiei. Hörst du auf?
Problem ist. Nee. Natürlich. Fällt euch, habt ihr gehört? Was? Alter. Ich krieg nicht mehr anvisiert. Ole, ole. Was ist das denn jetzt? Ich kann ihn nicht mehr anvisieren. Warum nicht? Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Hm. Ich muss überlegen und Chigi fangen. ja. Wir konnten ihn jetzt nicht mehr anvisieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bedeutet, dass wir da was anderes machen müssen an dem Punkt. Da kommt doch von irgendwo immer so ein Strahl her noch. Ja, vielleicht muss ich da irgendwas machen. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Uns fällt schon was ein, was Lustiges. Wir müssen es einfach wirklich mal ruhiger angehen, Leute. Ihr seid immer viel zu hektisch. Was ist das? Hä? Das hat er noch gar nicht gemacht. Au. Okay. Der kam zu schnell. Wenn der seinen Angriff so schnell, aber das fittest du. Dann weiß er aber immer nicht genau, welchen Angriff er ausführt, ne? Was geschieht mit mir? Au, Alter. Dann dieser Kapun-Angriff. Um Reichweite irgendwie. Doch, das ist so. Ich habe langsam Angst vor einer Art psychischen Totalausfall. Ja, ich hasse diesen Angriff. Wir haben keine Chance hier gegen Matvi, glaube ich. Denn. Der Match. So, und jetzt kann ich ihn wieder nicht mehr anwählen. Ah, ich muss hier ran. Ja, schnell, schnell. Wer bist du denn? Ich hasse Gegner, die sich von mir nicht beeindrucken lassen. Eieiei. Ich kann auch was. Du aber auch, ich weiß. Alter Schwede! Näher bitte. Ich weiß nicht. Ne. Der Boy. Okay, der ist aber ein bisschen einfacher als das andere Vieh, ne? Wenn wir also das andere Vieh jetzt ein bisschen ruhiger. Er sagt das wieder, angehen, dann so, dass wir noch ein paar Leben übrig haben, vielleicht, also ein paar Heilungen, dann sieht das ganz gut aus, denke ich. Ja.
Dann sieht das, denke ich, ganz gut aus. Wir versuchen das mal. Sagte er und wusste, dass es eh nicht klappt. Wir haben zwar jetzt schön viel HP, die uns aber im Endeffekt auch nichts bringt. Hier geschieht. Frage ist doch, was macht ihr hier mit mir? Ah, da hat er mich mal. Hast du gedacht? Er hat anscheinend nur noch einen Punkt, wo wir ihn überhaupt treffen können. Das ist ein Ärmchen. Nö. Fickt euch, habt ihr gehört? So, jetzt würde ich gern auf diese Waffe wechseln. Das hier ist eine Hexenjagd. Götter sollten erschaffen, nicht zerstören. Okay. Möchte doch wieder diese Waffe. Scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen Heilung genommen. Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Nein, der war doch schon fast. Ja, weil ich einmal eine Heilung genommen habe, die ich nicht hätte nehmen müssen. Sonst. Aber das war sehr knapp. Es ist machbar. Es ist wie in Lords of the Fallen, fürchte ich, dass der Endboss jetzt nicht so schwer ist wie der Rest des Spiels. Oder ja, Lords of the Fallen war an sich leicht. Es gab eigentlich nur einen Boss, der schwer war. Und hier ist ja eigentlich... Ja. Wobei der Schwierigkeitsgrad hier auch nur ist, weil... Okay, wir treffen grundsätzlich nur seine Arme. Alles andere können wir nicht beschaden. Anscheinend. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Also seine Gliedmaßen können wir treffen. Ihn nicht. Also seinen Kopf oder so. Boah. Macht er jetzt mehr Schaden als vorher? Oder? Nee, das wird gar nichts.
war auf einmal... Hallo? Dann die Ausdauer. Nee, nee. Das wird nichts. Da können wir uns eigentlich gleich töten lassen. Da so rein zu sliden. Gleich einen psychischen Totalausfall. Das gibt's doch nicht! Puh. Das war eine schlechte Runde. Eine sehr schlechte Runde. Sehr, sehr schlecht. Also die davor war super. Jetzt war Kacke. Aber wir packen den schon. Es muss nur ein bisschen mehr laufen wie davor. Wenn es so läuft wie davor, dann klappt das. Nur halt mit ein paar mehr Leben. Also mehr Heilung. Dann sieht das gut aus. Eigentlich. Ich sag auch wieder mal, wir müssen es ruhiger angehen, gerade bei ihm hier. Wir müssen ein bisschen an ihn ran, natürlich. Ah, dieser Angriff, ey. Mal hier sind. Ja, da kannst du betteln und flehen. Ja, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Dem schon. Nein, nein, das kann nicht sein. Nee. Ich habe langsam Angst, er kriegt eine Art psychischen Totalausfall. Ach, der nach hinten geht wieder. Alter, jetzt hör auf. Hier nicht dies. Na gut. Ich lasse euch nicht in Ruhe. Fickt euch, habt ihr gehört? Ja, genau, fickt euch. Noch 5 Heilungen. 4 Heilungen. Das hier ist eine Hexenjagd. Götter sollten erschaffen, nicht zerstören. Oh.
näher, bitte. Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube schon. Ist ein Feigling und ein Mörder, ne? Ja. Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Ja, das schafft ihr nicht. Mein Beispiel ist super. Wir hatten nämlich getroffen. Vergib mir. Niemand vergibt dir. Oh. Alter, bitte. Oh. Moment. Die gucken wir uns mal noch an. Mimetische Klinge. Einhändig. Mittlere Geschwindigkeit. Und MK5. Wow. 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 Ja. Einen guten Flug. Seit über 4 Tagen dunkel. Die Raketenstarts laufen weiter, aber wir konnten niemanden innerhalb des Komplexes erreichen. Ich will, dass Sie ein Team da reinbringen. Nutzen Sie Drohnen und Bots für die Aufklärung, aber ich will Leute vor Ort. Stellen Sie eine Kabelverbindung her, damit wir den Feed sehen können, wenn die Operation läuft. Und schicken Sie jemanden rauf in den unteren Orbit. Unsere Satelliten dort fangen eine nicht identifizierte Partikelemission vom letzten Start auf. Bislang ist sie inaktiv, aber sie unterscheidet sich komplett von allen bisherigen Resolve-Ladungen. Ich will wissen, womit wir es hier zu tun haben. Mr. Secretary, wir sind in Position. Kabelverbindung hergestellt. Wir haben gemäß der normalen Vorgehensweise Aufklärungsdrohnen reingeschickt, allerdings kurz nach Einsatz Kontakt verloren. Die Spezialeinheit rückt jetzt ein. Was zum... Captain? Captain! Ich will sofort ein weiteres Team da drin. Bleib in deinem Alter, gar nicht gruselig. Sie haben uns befreit. Das ist unser goldenes Ticket. Werd meinen Arsch hier rausbewegen. Ja. Das, gut. Das war The Search. Meine Freunde. Oder auch noch nicht. Das war The Search. Ja. Das ist ja ein super Spiel gewesen. Ein bisschen zu heftig, was die Gegner an Schaden machen. Ja. Aber sehr nice. Sehr, sehr nice. Hat mir noch besser gefallen als Lords of the Fallen. Nicht so gut wie Dark Souls, aber das Setting, das finde ich halt sehr gut. Ne, dieses Zukunftssetting. Ne, sonst von den anderen Spielen alles immer so, ja, mittelalterlich Fantasy-Zeugs. Und das hier ist ja so ein bisschen, ne, Science-Fiction-mäßig. Und das hat mir sehr gefallen. Schade, dass wir keine richtigen Schusswaffen hatten. Das hätte ich noch cooler gefunden. Wie in Bloodborne so. Nur halt im futuristischen Design. Da hätte man sich schon einiges ausdenken können. Aber okay. Ein sehr gutes Spiel. Ich freue mich auf Teil 2. Vorher würde ich aber schon gerne noch Walk in the Park
irgendwie mal klar machen. Den DLC. Der fehlt mir noch. Ansonsten. Tja. Was soll man sagen? Demnächst geht es hier weiter mit dem nächsten Spiel. Ich weiß noch nicht ab wann. Es wird die komplette Deponia-Reihe gespielt. Hoffe ich. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich freue mich auch schon drauf. Also der Bosskampf, wie gesagt, war ein bisschen... Ja, er war jetzt nicht so einfach, aber auch nicht so schwer wie andere Bosskämpfe hier. Um genau zu sein, jeder andere Bosskampf. Ja, ich war halt nur immer mal ein bisschen zu blöd jetzt. Bin zu kräftig reingegangen, zu heftig, zu schnell. Weshalb wir ab und zu mal gestorben sind, aber auch nicht so oft. Also, war schon gut. Josephine König war am Start. Dennis Lukat. Wer kennt die nicht? Moritz Sachs, das ist ein schöner Name. Oder hier Levin Rosenbrock. Rosebrock. Weingärtner, ach, das ist auch ein schöner Name. Wicke. Leonie Wicke, pass auf, wenn ich dich Bier holen schicke. Elfi. Elfi, oh, Elfi. Ne? Stranger Things. Elfi, Peter, Katja und Stefan Dünchen. Dünchen. Stefan Pach. Marco Süß. Ah, das ist aber ein ganz süßer. Heidi Doro Treffer. Roland Gerda Treffer. Auch schönen Namen. Ladet mich mal ein, liebe Entwickler. Ich komme auf einen Kaffee, wa? Thorsten Fockherde. Ja, gut. Ah, das Lied, Alter. Das beste Lied überhaupt. Ich liebe es. Schon allein dafür hat sich das Spiel gelohnt. Ich habe es nicht bezahlt. Alexandre Capusta. Oh, ich liebe es. Yeah. Yeah. Aha. Dann geht's gut ab hier. Manami Kuwata. Webdesigner Artist. Na, auch schöner Name. John Z. Vamosi. Attila Grob. Grob. Richard Masa. Der hat bestimmt die Masa an. Jetzt kommen hier die schwierigen Namen teilweise. Was haben wir denn da? Katja Owu. Ah, schön, schön. Ich mag die Schreibweise da von Katja. Ian Webster. Jackie Young. Crystal Feng. Ist das der Bruder von Crystal Meth? Oder Schwester besser gesagt. Crystal. Naja. Lukas Lai und Lukas Liu. Philipp Weiß. Alles doch mal. Und Daniela Weiß, ne? Family Management hier. Da läuft das in der Firma. Oh, das Lied, Alter. Ich brauche es. Wie heißt das? Oh. Head of Mocap. René Dose. René Dose hat Motion Capturing gemacht. Das ist ja sehr schön. Felix Lang. Barbara Steffens. Auch am Start. Cleaning Artist. Was, die haben sauber gemacht oder was? Die haben das Studio geputzt. Da muss man sich auch bedanken. Und damit das nicht, damit die nicht Putze heißen, sind das dann Cleaning Artists oder was? Oder haben die dabei Kopfstand gemacht beim Putzen? Deng Rong. He Wei. Tang Yao. Artists. Sehr viele Asiaten. Sehr schön.
Lead Rider, Rider. Nur die Virtuosen. Sang Chong. Eieiei. Da fange ich gleich vor Freude nochmal an, Shigi. Wenn ich darf. Was? Stephanie Montel. Fanny Brotot. Auch schöner Name, Fanny. Ich meine, Fanny ist ein super Name irgendwie. Ist bestimmt immer Fanny. Jetzt sind natürlich auch noch Musik aus, ne? Macht mal wieder hier. I was born. Manu, schöne Musik. Side UK. English Voice Recording. Aha. Ich recorde auch gleich. Es sind wieder sehr lange Dings. Ne? Credits. Aber man muss die Leute alle loben, bitteschön, ja? Bruno Kohl? Auch noch so ein Name, ne? Robin Beckmann. Sabine V. Rosenberg. Live Schiele. Oder Schiele. Ich sag Schiele. Schiele klingt lustiger. Kommt bestimmt nach Schiele. Kleiner Chilene. Joshua Rubin. Ja, Senior Writer of Walk in the Park. Haben wir doch noch gar nicht. Markus Schmidt hat den Soundtrack gemacht. Oder heißt das ein Lied auch A Walk in the Park? Kann das vielleicht auch sein? Dass es nicht nur der DLC, sondern auch das Lied so heißt. Ja, das war's. Meine Freunde. New Game Plus freigeschaltet. Wenn wir jetzt hier aufs New Game Plus gehen würden, also hier fortsetzen, wenn wir ins New Game Plus kommen, das wollen wir jetzt nicht. Wir haben eine 83er Kernleistung gehabt, das ist super. Arbeitszeit 28 Stunden haben wir gebraucht. Ja, andere schaffen das sicher schneller. Ich bin nicht andere, ich bin Bassinator IP. Und ja. Das war The Search. Super Spiel, wie gesagt. Kann ich weiterempfehlen. Ich sehe mal zu, dass ich noch irgendwann mal den DLC klar mache. Ja, das war's aber auch schon mal für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Deponia, wie gesagt. Oder Walk in the Park. Vielleicht kriege ich es bis dahin noch hin. Ich glaube nicht. So, ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.